Aber mit dem Auto auf dieses Spec haben wir halt das spezielle Setup drauf und das Geil. fährt sich schon gut. Perfekte Überleitung auch, Timo. Wo sind die Schlüssel? Die Schlüssel liegen drin. Ich glaube, wenn die Herrlich. Jungs auf der Stadt Zielgeraden weg sind, Dann legen wir sofort können los. wir loslegen. Geil. Ja. Also, Das war das gleich Signal. wird's wild. So, Freunde, da ist der Apparat. Ja. Nagelneuer Reifen. Wahnsinn. Ich freue mich riesig. Vielen Dank nochmal, SSR Performance, für diese Möglichkeit. Das wird fett. Ja. Ich freue mich richtig. Das ist geil. Das ist so ein bisschen so, wie ich mir das vorstelle. Wie ich mir GT3 S vorstelle. Ja, das ist geil. Ja. Bin echt gespannt. Wenn dich irgendwas stört, dann stell es um. Aber generell so, manuell weißt du ja selber. Und sonst gib ihm. Ja, perfekt. Ja. Dann kriegen wir hin. Viel Spaß. Danke. Sagen. So.
Was für eine coole Kiste, wirklich. Geiles Setup, schön gemacht, so gut. Und ich sitze drin hier wie ein Gott, ne? Ah, das ist wirklich ein Traum. Ich würde noch ein Kissen reinmachen, so unter, also über den Hintern. Ja, da würde ich noch was machen, ansonsten Bombe. Ne, und vielleicht das Rückenpolster dünner oder raus tatsächlich. Aber ansonsten wirklich so gut, ey. Das ist halt schon echt eine Ansage, ne? Wenn du so einen Schalensitz in so einem Auto hast, nicht ohne Grund fährt ja auch unser Freund Lars Kern bei seinen Rekordrunden immer so einen Sitz aus K Porsche. Der passt natürlich auch top hier rein, ne? Super, super, super. Richtig, richtig gut. Ist natürlich perfekt. Ne, wenn du jemanden dabei hast, wie den Timo, ja, der sich auskennt, der macht mal eben Luftdruck, du kannst schön sitzen bleiben. Das ist natürlich einfach himmlisch, wirklich. SSR Performance, bekannt aus der DTM. Ne, die Jungs wissen natürlich, was man macht. Waren ja auch 2019 unsere Gegner in der GT Masters. Immer schon gut aufgestellt gewesen, dass die da aufgebaut haben in kürzester Zeit in München. Fett. Wir werden mal fragen, ob wir die mal besuchen dürfen. Weil ich glaube, das ist schön zu sehen. So, jetzt sind wir soweit, würde ich sagen. Ist gut. Na, viel zu viel Druck. Jo. Ja, ja, habe ich gesehen. Der Race Navigator funktioniert. Job. Ja, passt. Ja, danke. So, das ist natürlich Bombe. Haha. Das ist wie im richtigen Motorsportleben. Ne? Luftdruck gemacht, da fährst du raus und ab geht die wilde Reise. So gut, ey, boah, das Ding. Ah, schön, schön, schön. Reifen ist aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Wirklich gut. Ja, genau. Tag. Immer gefährlich. Wenn ihr mal auf einer Rennstrecke seid, immer Obacht geben, vor allem in der Box. So, jetzt kommen hier zwei KTMs. Ne, was ist das? Nein. Oh, das ist dieser Schreihals Pagani und McLaren. Sind wir hier im falschen Modus unterwegs? Eieieiei. Klar, Auto war aus. Alles aus, jetzt können wir wieder pushen. Nee, ist das gut. Ja. Der meckert jetzt ein bisschen wegen dem Luftdruck, aber Luftdruck ist Sahne. Ja, jetzt haben wir noch weniger Luft als in den Michelin-Reifen. Auch interessant. Boah, geht das auf den Blick wieder rein. Thank you.
Schlüsselchen. So, jetzt gucken wir mal. Willst du mitfahren? Ja. Bitte schön. Schmeißen wir gleich rein, dann verlieren wir gar keine Zeit. Und was sagst du? Boah, ist schon geil. Merkst du Unterschied? Ja, schon krass. Der Unterschied ist schon krass. Also ich meine, die Reifen, die sind natürlich brutal, die hier drauf sind. Ne? Das ist schon heftig. Und auch so, Sitz ist halt Bombe, Bremse wirklich sehr, sehr gut. Also ist schon geil. Kann man nicht anders sagen. Was sagst du denn zu dem Auto? Keine Referenz. Hey Jungs. Kann losgehen. Ich werde jetzt gleich erstmal vom Glauben abfallen, was das Auto kann, würde ich sagen. Im besten Fall ist das so. Thank you.
Markus Winkelhock in so einem GT2 R8. Sehr schwierig. Also Reifen ist natürlich sowieso krass, ne? Der ist echt gut, aber halt auch alles andere an dem Auto spürst du einfach, ne? Es passt zusammen. Also so wie du es jetzt fährst, so haben wir es entwickelt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was der Luftdruck so bei dir macht, aber doch, sieht gut aus. 1,8 vorne, 1,9. Wird schon langsam heiß, so 90 Grad. So. Ja. Aber auch noch entspannt eigentlich. Ja. Hätte ich gedacht, dass er viel schneller, viel wärmer wird. Ja. Du kriegst jetzt noch einen Gast. Ja. Danach gucken wir mal. Ja? Ja, alles klar. Super. Ja. Ja, Fipsi, hör mal, bis später, ne? Danke. Gerne. Hallo. Hallo, guten Tag. Jule, hallo. Hi Jule, Jan. Ja. Hi Jan. Hi. So. Geht? So. Also. Und jetzt alles stramm? Passt. Ja, einen großen, ja. Passt. Ja? Ja. Dann viel Spaß. Sehr gut, vielen Dank. Was macht der Tank? Warte. Ja, alles gut. Passt. Kannst du den normalen Gurt noch über die Kurte drüber ziehen, dann den roten rechts an der Seite? Warte. Ja. Einstecken. Ach stimmt, Straßenauto. Ja, so schreit er uns die ganze Zeit an hier. Oh Mensch, ich bin davor im SLS mitgefahren, in unserem Rennwagen, weil dagegen ist das hier Luxus. Ja, das ist geil, ja. Mega. Thank you.
weiß ich nicht, 10. oder so. Das ist mega. Wirklich. Vielen lieben Dank fürs Mitnehmen. Ja, sehr gerne. Arbeiten. Was soll ich dir sagen? Ne? Ja, also ich sag mal, alle Versprechen gehalten. Also es war wirklich, danke, wirklich, wirklich geil. Hat extrem, ja, Spaß gemacht. War natürlich ein bisschen Verkehr und hin und her. Ich meine, war wenig, ja, los jetzt. Ich habe echt Glück gehabt, muss ich sagen. Ne? Ich bin danach, ach nee, da sind wir ja noch gar nicht, Entschuldigung. Wirklich Glück gehabt mit dem Verkehr, aber wenn du dann auf jemanden aufläufst oder auch jemand von hinten kommt, weil wir sind ja mit den Rennautos zusammengefahren, ja, ne, so SLS GT3 zum Beispiel. Tobi Müller am Steuer, ist auch nie lang. Ja, eben. Und vor allen Dingen, der hat ein bisschen gebraucht, bis er dann da war. Ja. Dann ist er vorbeigefahren und so richtig, also der ist natürlich schon so über die Zeit weggefahren, aber jetzt auch nicht so richtig weggefahren. Ne? Also es war schon... Ich habe gesehen, 2 Minuten 6 bist du gefahren. Genau, ja. 260, das ist schon zackig. 260, genau, ja, das war okay, aber ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Also ich sag mal, wenn wir alles top haben, nicht so windig und, weißt du, Reifen und weiß ich nicht, und es auch drauf anlegen, ja, sehr schnell zu sein, glaube ich schon, dass 2-2 irgendwas geht schon. Ja, das wäre schon mal, würde mich auch mal reizen, das zu machen. Ja, es wäre, glaube ich, schon, also ich, wenn ihr, ne, ich bin da. Ja, genau, genau. Genau, wichtige Frage, dürfen wir euch mal in München besuchen? Ah, immer in gerne. Eurem Headquarter? Immer gerne, im Münchner Norden, ihr seid ja immer willkommen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das ist echt ein Sahnestück, aber was da alles noch steht, das siehst du dann, wenn du da bist. Ja, ja, das hört sich sehr gut an. Ja. Also ich habe ja schon kurz gesagt, ne, SSR Performance kennt man ja unter anderem auch aus der DTM. Genau, ja, wir dieses Jahr mit Lambo. Genau. Platz 2, zwei Wochenenden noch vor uns. Der Mirko, ne? Glaube ich, der auf 2. Ne? Genau, und Niki? Auf, frag mich nicht, 6, 7, der hat ein bisschen Pech gehabt dieses Jahr. Ja, ne? Das war nicht einfach für ihn. Ist ja, deswegen ist auch die Teamwertung nicht so optimal. Aber die Fahrerwertung ist halt so am Ende der Saison, das, was du dir anguckst. Für, ja, uns wäre natürlich die Teamwertung toll, aber das, ja, war, woran, klar, du nachher denkst. Ist der Champion. Ist also, der Champion. Ne? So ist es. Ja, also ja, Mirko macht ja seit Jahren einen guten Job. Niki ist sowieso ein grandioser Typ. Ne? Geiler, das ist so ein geiler Typ. Der ist so ein geiler Typ, wirklich. Also Props gehen raus. Niki, geile Sau. Unfassbar guter Typ. Ey. Wir sind in Dubai zusammengefahren. Er auf dem LMP2, ich auf dem LMP3. Wir haben einen Spaß gehabt. Geisteskrank, wirklich. Super. Aber Mirko ist auch gut. Ja, guter Mann. Ja, habt da ein gutes Team und auch in relativ kurzer Zeit aufgebaut. Stimmt, ne? Stimmt. Also 2019, kann ich mich erinnern, waren wir mal kurz Gegner für eine Saison, genau, in der GT Masters. Und es war schon beeindruckend. Immer 2 Saisonen in der GT Masters, dann in die DTM gewechselt, ein Jahr Porsche und jetzt zum zweiten Jahr Lambo. Ja. Und dafür ist schon ganz gut. Super. Jetzt brauchen wir nur noch den Titel. Ja, das kriegen wir noch hin. Jetzt bin ich natürlich mit meinem Auto noch mal gefahren. Ja, ne? Mit deinem Sonderwunsch. Mit meinem Sonderwunsch bin ich noch mal gefahren, genau. Ist natürlich deutlich schöner als euer Auto. Auf jeden, ne? Fall, ja, auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Nein, nein, das ist schon geil. Also das ist schon alles sehr, du guckst sehr dir die Renderings noch mal an, ne? Von deinem Auto mit dem Paket. Ne? Ja, das sind ja auch Arschlöcher, weißt du. Dann schicken die mir so ein Rendering von meinem Auto mit dem Paket. Nee. Doch, farblich alles schon abgestimmt, so von wegen hier. Kannst einblenden. Ja, nur ein Sack. Ja, aber es sieht geil aus. Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt nochmal gefahren und das ist halt natürlich ein Ultra-Luxus, wenn du die Autos so sofort vergleichen kannst, ne, und wirklich sagen kannst, okay, krass, was anders ist. Ne? Also man kann halt wirklich nicht sagen, so wie wir auch schon gesagt haben, dass jetzt der GT3 RS irgendwie schlecht ist oder irgendwo, dass dem irgendwo was fehlt, aber der Support, was das Auto dir gibt, die Kommunikation mit dem Auto ist halt in eurem Auto noch mal deutlich besser. Hat natürlich auch viel mit dem Sitz zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist halt wirklich Endgegnerprogramm, ne? Sehr, sehr geil. Aber du merkst natürlich auch so ein paar Sachen, ne? Du merkst natürlich auch die Seitenführung, also wenn du jetzt wirklich schnell bist, du merkst einfach, okay, die Aero-Räder und so, du spürst wirklich alles. Alles, alles, alles. Einzige, was krass ist, ist, dass das
in dieser beschissenen Kurve, in der Schumacher, im Schumacher S, hast du immer so ein bisschen untersteuert. Aha. Das hast du aber irgendwie immer. Ja. Ne? So, dann musst du eigentlich einmal auf die Bremse den so zck, einmal anstellen und ja, oder die Nase runterholen, ja, irgendwie einfach. Ne? So, aber das hast du halt auch beim Cup-Auto. Ne? Wenn du beim Cup-Auto fünfte Runde, sechste Runde, wenn der Peak vorbei ist, dann hast du auch da immer so, ist einfach eine Scheißkurve. Aber ansonsten wirklich super, super, super. Und jetzt kann ich halt noch einmal mehr sagen, Versprechen auf jeden Fall gehalten. Das war echt gut, hat wirklich Spaß gemacht. Und ich habe dann natürlich auch noch mal über die ganzen Sachen nachgedacht, die du so erzählt hast und wie ihr das umgesetzt habt, diesen Details, anstatt so eine riesen Platte da hinten drauf zu schreiben, Gurney drauf zu machen, drauf zu schreiben, habe ich gerade gesagt, drauf zu schrauben natürlich, ja. Da so ein Gurney drauf zu machen und so, das ist halt ganz geil, weil das Auto den Sexappeal nicht verliert. Und ich sag mal, der ist natürlich schon ultra wild, aber du hast halt, wenn du den jetzt all black machst oder einfach silber mit schwarz oder so, das ist halt super, ne? Dann kannst du sozusagen eigentlich jeden ansprechen, den, der es ein bisschen schlichter will und vor allen Dingen den, der richtig fahren will, ne? Klar, es gibt natürlich immer wieder, die sagen, ja, nee, ich muss dann aber noch wilder, noch wilder, noch wilder. Aber die meisten, die noch wilder und noch wilder brauchen, die sind halt meistens langsam. Genau. Ne? So, deswegen ist er auch, viel Flügel haben, aber genau, die Flügel für einen Flex. Genau, ne? Genau. Ja. Und was sagst du zu den Goodyear Supersport RS? Bist du jetzt zum ersten Mal schnelle Reifen gefahren auf dem Auto? Ja, ich muss aber sagen, ich bin 2019 den Reifen schon mal gefahren auf dem GT2 RS. Okay. Bei Goodyear selber auf so einer Teststrecke zusammen mit dem Timo Kluck. Das war schon sehr, sehr gut, aber der Reifen ist so nie gekommen. Ja. Und jetzt sind wir ja sozusagen im nächsten Step, ne? Ja. Und es ist wirklich gut. Es ist wirklich gut. Ich bin sehr, sehr überrascht. Ich bin leider noch kein Michelin Cup R auf dem Auto gefahren. Ja. Das muss ich nochmal nachholen. Das würde mich jetzt wirklich hart interessieren, ne? Wie das sich so verhält. Ja. Aber mega. Also wirklich, wirklich super. Du spürst den Peak. Das finde ich sehr geil, dass du beim Straßenauto den Peak spürst. Ja? Und das war ja beim Warmfahren, Anfahren, letzte Runde ein bisschen Gas gegeben, war schon eine 2,8, da habe ich schon gedacht, okay. Und dann rein, und dann haben wir Luftdruck gemacht, raus, nochmal 2 Sekunden oder 2,5 Sekunden sogar, ne, war dann eine 2,6,0. Brutal. Also das ist halt schon geil. Und da hast dann aber auch den Drop wieder ein bisschen gespürt. Ja, logisch. Na klar. Und dann hast du natürlich Taxigäste dabei, da fährst du eh nicht so. Ne? Und du fährst ja auch ein bisschen ruhiger, weil du ja keinen verletzen willst. Ne? Also super, super geil. Weiß ich nicht, die eine Dame hinkte nachher ein bisschen. Also, aber du hast die eingeladen, deswegen musst du dann gucken. Ja, Timo, sehr gut. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Vielen Dank nochmal, danke für das Vertrauen. Immer gerne, es war, wir sehen echt uns geil. In München. Und genau, wir kommen euch besuchen. Auf ein neues. Auf ein neues. Sehr gut. Also, ciao. Ciao.